Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Gott erhört Gebet. Egal wo du bist auf dieser Welt, er hört dich und er sieht dich. Wir möchten dich ermutigen, ganz auf den Herrn zu vertrauen mit deinen Problemen. Hoffnung um 12. Ja, vertrau auf den Herrn. Wir wollen dir Hoffnung geben. Ja, warten kann schwierig sein. Wenn du ein Gebetsanliegen hast, dann lass es uns wissen. Auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon bis 13 Uhr. Ja, du sagst bestimmt, ein Ja dazu, warten kann schwierig sein. Wenn du am Ende vom Stau stehst und es pressiert und du stehst und stehst. In dieser Zeit muss alles richtig schnell gehen und alles so mega schnell gehen und schon das Essen heißt Fast Food, schnelles Essen, High Speed, also wir haben lauter solche Wörter, aber nicht nur die Wörter, sondern auch die Hektik da drin und das hat nicht immer nur Vorteile und manche essen lieber den Samen, anstelle sie warten, ihn säen, begießen und warten, bis eine Frucht hervorwächst. Ich erzähle da gern die Geschichte meiner Kindheit. Ein Förster hat mir eine Kastanie gegeben und hat gesagt, die kannst du pflanzen, da kommt ein schöner Kastanienbaum. Ganz toll habe ich das getan, hatte aber keine Geduld, habe diese Kastanie alle zwei Tage wieder ausgegraben und habe geschaut, wie es ihr geht. Ja, nach so dem 5., 6. Ausgraben ging es ihr nicht mehr gut, dann war sie kaputt. Aber so sind wir auch manchmal unterwegs. Wir haben keine Geduld, bis was heranreift. Aber in der Wartephase ist Gott mit dabei. Gott schenkt das Gelingen zum Wachstum. Gott schenkt das Gelingen zur Reife. Wenn wir sehen, die ganze Nahrung, wenn wir den Weizen sehen, Obst und Gemüse, alles braucht seine Zeit. Und die meisten haben gar keine Ahnung, dass das von einem Samen praktisch bis das Gemüse im Supermarkt ist, das braucht eine Zeit, bis es gewachsen ist. Ein Kind braucht eine Zeit. So mancher würde das gerne vom Automaten holen, also sagen, okay, das geht heute alles viel schneller. Nein, es braucht seine Zeit und Gott möchte das segnen. Und Psalm 27,14 steht, sei stark und mutig. Vertrau auf den Herrn. Und ich sage dir, sei stark und mutig und habe Geduld und habe eine Wertschätzung für den Wachstum. Danke, Herr, dass wir das glauben dürfen und dass du mit uns bist. Und danke, Herr, dass wir Geduld haben für die Dinge, die Stück für Stück heranwachsen. Danke. Amen. Amen. Und manchmal erhört Gott Gebet sofort und manchmal dauert es etwas länger und dafür brauchen wir auch Geduld. Und wir möchten auch heute wieder für Menschen beten, die uns geschrieben haben. Und folgendes Gebetsanliegen erhielten wir. Hallo, ich bin 38 Jahre alt und erwarte im September mein drittes Kind. Habe eine starke Hüftarthrose. Laut Ärzte hätte ich schon längst eine neue Hüfte gebraucht. Durch die zusätzliche Belastung kann ich kaum noch laufen und humpel durch meinen Alltag. Ich habe nachts starke Schmerzen. Bitte betet für Heilung und auch, dass die Hüfte durch die Geburt nicht weiter belastet wird. Vielen lieben Dank. Und Jesus, ich danke dir, dass du diese Frau kennst, die jetzt ihr drittes Kind erwartet und solche Schmerzen hat und nicht mehr richtig laufen kann. Und ich danke dir, Jesus, dass du ein Gott bist, der hilft. Und wir bitten dich jetzt von ganzem Herzen, dass du eingreifst, dass diese Hüfte wieder schmerzfrei ist, dass diese Hüfte in deine göttliche Schöpfungsordnung kommt. Und wir danken dir einfach, dass sie wieder richtig gut laufen kann und dass die durch die Geburt auch da nicht mehr dazukommt und dass wirklich alles verschwindet. Danke, Jesus. Du bist ein Gott, der heilt und hilft. Und wir legen es dir hin und danken dir jetzt schon dafür. Amen. Amen. Und eine Mutter bittet um Gebet wegen einer verstopften Vene, die sehr schmerzt.
Ihr Lieben, bitte betet für mein rechtes Bein. Es ist eine große Vene darin verstopft und das Blut kann kaum noch durchfließen. Darum tut mir mein Bein andauernd sehr weh. Ich müsste mich jetzt eigentlich operieren lassen, aber ich bin eine alleinerziehende Mutter von 3 Kindern und habe niemanden, der auf sie aufpassen würde. Darum bitte ich Gott um ein Wunder, dass mein Bein vollständig von ihm geheilt wird. Vielen lieben Dank. Und Jesus, du siehst diese Not von dieser Frau, die 3 Kinder hat und nicht weiß, wie sie das machen soll. Und ich danke dir, dass du der beste Arzt bist. Und wir legen dir das einfach hin, diese verstopfte Vene, dass du da einen Durchfluss machst, dass alles, was da drin sich angesammelt hat, sich auflöst durch das Blut Jesu. Und ich danke dir, dass du eingreifst, dass dieses Bein, diese Vene vollkommen durchlässig ist und dass du Heilung schenkst. Danke, Jesus. Danke, dass diese Schmerzen weggehen und dass dieses Wunder geschieht, dieses Wunder der Heilung. Danke, Jesus. Du hast es schon so oft getan und du kannst es wieder tun. Und wir danken dir von ganzem Herzen dafür. Amen. Amen. Schreib uns dein Anliegen, wenn du Gebetshilfe brauchst. Wir beten gerne für dich. Die Infos sind eingeblendet. Ja, ein kleiner Junge hat Leukämie und braucht einen Knochenmarkspender. Bitte um Gebet. Ich bitte um Gebet für einen kleinen Jungen. Er ist 3 Jahre alt und braucht einen passenden Knochenmarkspender, da er an einer Vorstufe von Leukämie leidet. Er darf sich weder verletzen und bei Fieber muss er immer wieder ins Krankenhaus. Dabei ist er ein fröhlicher kleiner Junge, der toben und mit seinem Bruder spielen will. Doch nun ist alles nicht mehr so, wie es vorher war. Im Moment laufen Spendersuchaktionen. Eventuell kommen ein paar Spender in Frage. Es ist mir ein Herzensanliegen, wenn auch ihr für ihn betet. Gott ist groß und ihm gebührt alle Ehre. Er ist der Arzt, der heilen kann. Ich danke euch für euer Gebet. Ja, solche Anliegen gehen einem wirklich zu Herzen. Herr, ich danke dir dafür, Herr, dass du auch hier die Lösung hast, Heilung hast. Herr, danke, Herr, dass auch diese Leukämie oder die Vorstufe oder wie das Ding sich auch nennt, Herr, dass wieder normales Blut, Herr, da ist. Herr, ich danke dir dafür. Und Herr, wenn es durch einen Spender geschehen kann, danke, Herr, dass der richtige Spender gefunden wird, Herr, dass dieses Kind wieder richtig normal spielen kann, aufwachsen kann. Ich danke dir dafür, Herr, dass du auch dieses Kind so sehr liebst. Danke. Amen. Jesus steht auch bei Betrug an unserer Seite und wir dürfen ihn auch um Hilfe bitten. Und dieses Gebetsanliegen handelt davon. Bitte um Gebet, schreibt jemand. Habe ein Auto gekauft in einem Autohaus und es hat sich herausgestellt, dass ein Tachobetrug vorliegt. Habe Anzeige erstattet und die Sache dem Anwalt übergeben. Möchte mein Geld zurück und dass das Autohaus das betrogene Auto wieder zurücknimmt. Beten Sie bitte für meine Situation und dass ich mein Geld zurückbekomme. Danke, Jesus. Ja, ganz praktische Situation aus dem Leben. Und für Jesus ist kein Problem. Wir dürfen mit allem zu ihm kommen. Danke, Herr. Du siehst jetzt auch hier diesen Betrug, diese Ungerechtigkeit, aber auch die Nervosität, Herr. Ich danke dir dafür. Danke, Herr, dass da Wahrheit, Klarheit reinkommt und Herr, dass wieder Freude reinkommt, indem das richtig gut und ehrlich abgewickelt wird. Ich danke dir von Herzen. Amen. Amen. Und wir freuen uns immer wieder über Gebetserhörungen. Und da möchte ich einige vorlesen. Job behalten und der Hauskauf erfolgreich, schreibt eine Frau aus Bayern. Gerade habe ich euren Antwortbrief gelesen. Da kam eine WhatsApp von meinem Sohn mit der Erhörung, dass er bei gleichem Gehalt und guten Bedingungen in der Firma bleiben kann. Lob und Dank unserem Herrn. Ein weiteres Gebetsanliegen wurde erhört. Die Finanzierung unseres Hauses ist endlich durch. Wir haben beim Notar unterschreiben können. Wir freuen uns. Für uns ist ein lang ersehnter Traum wahr geworden. Danke, Jesus, für alles, was du für uns getan hast. Wie schön. Ja, auch Gott erfüllt auch Träume.
Und aus Österreich schreibt uns eine Frau Folgendes. Lob und Ehre unserem Gott. Ich habe den Job zum 1. März 2023 bekommen, für den gebetet wurde. Danke auch euch und vergelt's Gott. Ist Gott nicht ein wunderbarer Versorger? Er lässt uns nicht im Stich. Zeugnisse machen Mut und was Gott schon einmal getan hat, kann er wieder tun. Folgendes schreibt eine Frau. Isolde las ein Zeugnis in einer Sendung vor, bei dem es um Heilung von Demenz ging. Mein Mann ist daran erkrankt. Täglich bin ich mit Gott verbunden und habe mich auf das Zeugnis gestützt und gebetet. Es ist eine leichte Besserung eingetreten und ich selbst erlebte Stärkung an Körper, Geist und Seele. Danke für die Ermutigung. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass wir unsere Gebetserhörungen auch weitergeben, damit wir andere Menschen ermutigen können, dran zu bleiben und ermutigen, was Gott alles zu tun vermag. Und ein Zeugnis habe ich noch. Von mehrfachen Heilungen berichtet diese Frau von den Heilungstagen. An den Heilungstagen wurde für mich gebetet. Ich hatte sofort keine Schmerzen mehr in beiden Schultern, was bis heute anhält. Auch meine Blase ist wieder in Ordnung und eine Knie-OP nicht mehr nötig. Ich kann wieder ohne Schmerzen gehen. Ich bin so dankbar und freue mich so sehr. Danke auch für eure Arbeit im Missionswerk. Das kann man nachvollziehen, wenn man dankbar ist, wenn man so etwas erlebt. Ja, so wie das letzte Zeugnis war, wünschen wir es uns doch alle. Einmal beten, alles ist erledigt. Ja, es geht leider nicht immer so schnell und wir können es manchmal auch nicht verstehen, wenn es länger geht. Wir erleben aber immer wieder ganz großartige Sachen. Hast auch du was Großartiges erlebt? Lass es uns einfach wissen. Ja, warten kann schwierig sein. Genauso für die Gebetsanliegen, da ist Warten manchmal auch schwierig. Aber oftmals kommt irgendwas vorbei, eine Überraschung, und mit dem du gar nicht gerechnet hast, eine Möglichkeit und so weiter. Ich sag dir nochmal Psalm 27, Vers 14, sei stark und mutig, vertrau auf den Herrn. Und ich möchte vielleicht eins ergänzen, vertrau ganz auf den Herrn. Wir vertrauen manchmal so viel Blödsinn, der nichts hilft. Ich sag dir, vertrau auf den Herrn ganz. Und du darfst uns dein Gebetsanliegen schicken. Wir beten gerne für dich. Und wir beten auch für alle Anliegen, die wir hier nicht vorlesen. Und heute kannst du auch bis 13 Uhr am Telefon abgeben. Unser neues Juli-Magazin mit dem Thema Lügen über dein Leben? Fragezeichen. Da schreibe ich die Lügen, von den Lügen, die wir oft über unserem Leben aussprechen. Ich bin schwach, ich kann nicht und so weiter. Und da möchte ich dich ermutigen, lies diesen Artikel, er wird dich stärken. Wenn du dieses Magazin noch nicht bekommst, du bekommst es völlig kostenlos, registriere dich im Internet und du hast nächsten Monat kostenlos dieses Magazin zu Hause. Wir wünschen dir alles Gute und Gottes Segen. Bis zum nächsten Mal. Der Herr segne dich. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.